Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir die 81 plus Verteidiger Upgrade SBC und dort beinhaltet sind natürlich Spieler mit einer Bewertung von 81 plus die Verteidiger im Gesamten, also LV, RV und die IVs und die Torhüter. Und ja, vielleicht habt ihr ja Glück und zieht daraus einen Totti-Spieler. Ich versuche auch mein Glück. Wir werden natürlich mein Pack auch im Anschluss der SBC-Lösung öffnen. Und ich würde sagen, starten wir rein mit der SBC-Lösung. Die kostet euch ungefähr circa 45.000 bis 50.000 Coins. Das natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Gerade jetzt im Hype vielleicht etwas teurer, aber im Laufe der 24 Stunden, denke ich mal, kann sich das Ganze ein bisschen stabilisieren und vielleicht wird es ja noch ein bisschen günstiger, denn es werden jetzt noch einige Packs sicherlich verzogen. Okay, die Bedingungen sind folgende. Team of the Week brauchen wir mindestens zwei Spieler. Teamgesamtbewertung 83, Teamchemie 65 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Dann würde ich sagen, legen wir los. Let's go. Und damit haben wir diese SBC erfolgreich abgeschlossen. Die goldenen Spieler bzw. meine Spieler, die benötigt ihr natürlich nicht. Bitte die nicht kaufen, sondern nur die hier in der Startaufstellung drin sind. Okay, dann würde ich sagen, ich tausche das jetzt hier einmal. Die Spieler, die ich im Verein habe, das sind nämlich Untrades, die ich quasi eh nicht mehr benötige. Außerdem so ein Casemiro, den hatte ich letztes Mal gezogen, ich glaube im Mittelfeldspieler-Pack. Und den kann ich ja jetzt perfekt recyceln, weil ich habe keine sonstige Verwendung für ihn. Das ist ja hier ohnehin mein SBC-Account. Ich würde mich ja auch schon fast gar nicht mehr freuen. Also ich muss mich ja natürlich freuen, wenn ich einen Totti ziehe, aber ich weiß ja nicht. Lieber auf dem Main-Account, aber trotzdem möchte ich euch natürlich dieses Pack hier einmal zeigen. Und ja, gehen wir mal rein, schauen wir uns das an. Vielleicht habe ich ja noch andere Verteidiger-Packs, die ich bisher ja unberührt belassen habe. Die machen wir natürlich auch auf, aber zuerst machen wir das große Elver-Pack auf. 28 Packs habe ich insgesamt. Jumbo, zwei seltene, okay, die sind nicht so wichtig. Ja, die auch nicht. Oh ja, hier Stürmer. Ja, ich glaube, nur Stürmer haben wir sonst. Okay, das ist dann nicht so relevant. Dann machen wir das auf. Ich glaube, ich müsste jetzt erst meinen Casemiro einmal abholen. Genau, so ist es. Und dann gehen wir nochmal nach hinten. Besser als abzustoßen. Okay, 81 plus Verteidiger, 11 Spieler. Ja, ich würde sagen, wir gehen rein. Abfahrt, komm, let's go. Holen wir einen Totti raus. Ja, leider nicht. Oder vielleicht zum Glück nicht. Aber 86 plus ist schon mal okay. Auf jeden Fall ein Walkout. Ja, da läuft er raus. Der Jordi Alba. Ja, also bei den Packs kann man wirklich nicht viel falsch machen. Also man bekommt hier gutes SBC-Material auf jeden Fall wieder zurück. Tatsächlich auch das, was ich fast abgegeben habe. Ja, ansonsten ist okay, könnt mir mal gerne schreiben, was ihr daraus gezogen habt. Schreibt ihr mal eure Tottis da rein. Würde mich mal sehr, sehr interessieren. Ich hoffe, dass ich euch mit der Lösung weiterhelfen konnte. Und wenn ich das getan habe, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch mir helfen könnt, indem ihr einfach das Video bewertet und vielleicht noch, wie gesagt, einen Kommentar da lasst, was ihr gezogen habt. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne unterstützen, indem ihr einfach kostenlos abonniert. Dann verpasst ihr, okay, wieder ein Versprecher, zukünftige Videos von mir nicht. Und auch wenn ich jetzt in den nächsten Tagen live gehe. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.